Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Fäusen 80 und hier ist das lang ersehnte Special Unboxing Video von Terminal Genesis oder auch Genesis, wie sie da aussprechen möchte, ist ihm selbst überlassen. Ich nenne es gerne Genesis und ich darf endlich meine Sachen auspacken. Ich habe nun alle zusammenbekommen, juhu und Wahnsinn, viermal Terminal Genesis hier in meiner Sammlung und ich freue mich, wie die Sau, euch die nun präsentieren zu dürfen. Ja, ich habe natürlich alle Editionen in Deutschland, was es so gibt. Einmal hier das Müller Steelbook exklusiv. Dann einmal das Saturn Steelbook exklusiv. Dann den Skull Edition von Amazon. Und einmal hier das MediaMarkt exklusiv Steelbook mit Lenticular. Und ich möchte euch alle ein wenig zeigen, um was es da geht. Und natürlich, wie die auch ausschauen. Ja. Und ich weiß, es hat sehr lange gedauert, bis dieses Video jetzt kam, aber es lag an diesem Steelbook, das Saturn Steelbook, denn ich habe mich meinen lieben Freundin Andi gebeten, vom Megastore Blast, mir das zu besorgen, aber leider hat er die Woche gar keine Zeit gehabt, letzte Woche, das zu machen. Aber nichtsdestotrotz, jetzt habe ich es endlich hier, vielen herzlichen Dank dafür und ich freue mich endlich, euch dieses Video zu machen und zu zeigen und ich bin total aufgeregt, weil es einfach eine coole Edition ist und coole Edition dabei ist, aber natürlich auch andere Editionen dabei sind, die nicht so toll sind. Aber darüber reden wir erst später nochmal. Naja, genau. Ja, auf jeden Fall, Terminal Genesis fand ich im Kino richtig geil. Hat mir so viel Spaß gemacht. Und hier noch ein kleines Schmankerl noch. Und zwar ein Trinkbecher von Terminal Genesis aus dem Kino. Was es wohl in manchen Kinos wohl gab zu kaufen. Und mit einem coolen Schlüsselanhänger. Das sieht so aus. Richtig stark. Und da möchte ich mich auch ganz herzlich beim Mickey und Mellowys Filmuniversum bedanken, dass ihr das organisiert habt und natürlich auch ein Reis an Box, das ihr mir geschickt hat. Echt cool, ich stelle es mal auf Seiten, denn wie gesagt, ich zeige euch nochmal kurz in die Kamera, da ich jetzt wenig Platz brauche. Ja, also Terminal Genesis ist ja ein Film von Alan Taylor und es spielt ja Arnold Schwarzenegger als seine Paraderolle Terminator T-800, dann die Emilia Clarke als Sarah Connor, Jason Clarke als John Connor und der Jay Courtney, den man aus Chip Langsam 5 kennt, als Kai Reese. Ja, ich persönlich fand den Film wirklich cool. Davon gibt es ja auch eine Review von dem Film, wo ich im Kino war. Könnt ihr gerne hier oben draufklicken, dann kommt ihr auf die Review. Und ich fand ihn wirklich, fand ihn richtig cool. Und auch die Handlung fand ich absolut schön gemacht. Ja, der Film ist ab 12 Jahre freigegeben, aber ganz ehrlich, es ist ein Schmarrn, das in den Film dann anzugucken, weil er ab 12 Jahren ist, weil ich denke mal, Terminator 2 würde jetzt in der heutigen Zeit auch ab 12 Jahren freigegeben sein, weil der auch nicht mehr schlimm ist. Also warum sollte man da den jetzt einfach boykottieren, weil ab 12 ist er für mich ein Schmarrn. Ja, auf jeden Fall, leider ist dieser Film ja trotzdem gefloppt im Kino. Sehr schade. Trotz alledem hat er 278 Millionen Dollar in den USA eingespielt, also ne, trotzdem noch eine Stange Geld. Aber leider wurde bekannt gegeben im Oktober, dass es wohl keine weitere Trilogie erstmal geben wird. Die ist erstmal auf Eis gelegt worden. Und das finde ich natürlich sehr, sehr schade, denn ich fand den Film wirklich geil. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an mit dem MediaMarkt Steelbook, da ich den auch schon ausgepackt habe. Aus dem Grund, ich wollte diesen Film mir unbedingt angucken, auch schon daheim. Aber da ich den schon seit Release da habe, musste ich ihn einfach auspacken, weil ich das einfach... Ich habe jetzt den Film schon dreimal angeguckt und ja. Jede Edition ist eigentlich identisch, bis natürlich auf das Müller Steelbook, da ist nur die zweite Fassung drin, aber sonst das Bonusmaterial ist eigentlich überall gleich. Und da ist zum Beispiel auf der Blu-ray 2, also bei dem jetzt bei der 2D Blu-ray, Familiendynamik, Infiltration und Termination, Upgrades, die visuellen Effekte von Terminal Genesis. Ist auf jeden identisch. Überall gleich, also ist jetzt nichts anderes dabei. Aber so viel wie ich weiß, gibt es da bei dem hier noch einen Zusatz-Specials, aber da muss man genau drauf gucken dann. Ja, der Film geht 126 Minuten und er wird einfach nicht langweilig in diesen 126 Minuten. Er hätte noch ein wenig länger gehen können, welche mir. Und ja, wir fangen auf jeden Fall mit dem MediaMarkt Steelbook an, da es schon ausgepackt ist. Und ich mache einfach jetzt hier mal auch diese Banderole ab. Also wie gesagt, ich werde jetzt dazu keinen anderen Edition mehr noch dann die Inhaltsangaben sagen, was überall identisch ist. Oh Gott, ist das geil. Ja, hier sieht man erst einmal das Lenticular Steelbook von MediaMarkt.
Muss aber gestehen, dass mir das Lenticular nicht wirklich so gut gefällt. Machen wir auch den FSK-Flatsch runter. Ich weiß nicht warum. Irgendwie kommt da der Effekt nicht so ganz rüber. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich habe da, es ist bloß ein wenig Leuchten drin. Aber jetzt so wirklich cooler Effekt finde ich jetzt auch nicht. Des Weiteren ist auch noch, dass das Lenticular größer ist als das Steelbook. Das finde ich auch etwas blöde. Wenn man hier nach hinguckt, dann seht ihr das, dass das hier nämlich hier drüber hinaus steht. Hier steht es drüber hinaus. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir nicht unbedingt. Das hätte eventuell nur auf die Hälfte machen können, so wie es auch jetzt bei iRobot oder bei Avatar ist. Also nur auf diese Innenseite hätte er völlig gelangt. Aber gut. Das Steelbook an sich ist wirklich geil, nämlich hier ist auch eine schöne Prägung mit dabei. Hier oben Terminal Genüse ist komplett geprägt. Finde ich richtig geil. Und hier nochmal dann der Schädel nochmal, was es ja eben auch hier gibt. Plus halt eben mit Beleuchtung, also da leuchten die Augen nicht, hier leuchten sie. Also ist schon richtig cool, muss ich ganz echt zugeben. Sorry, ich bin unerkältet. Ja, auf jeden Fall richtig geil. An der Seite steht Terminal Genüse, auch eben ein schwarzer Hintergrund. Finde ich richtig cool. Oben das Paramount-Logo und unten das Blu-ray-Disc-Logo. Dann machen wir mal auf. Und hier fallen mir gerade in die Disc. Hier ist dann eben der Pizzagutschein, wo es bei jedem dabei ist. Ja, also ich kann jetzt für 20 Euro Pizzas bestellen. Dann leider ist natürlich hier die Discs nicht bedruckt, aber ist natürlich bei Paramount ganz normal, wie auch bei Star Trek und bei anderen auch, was ich auch etwas schade finde. Und hier eben dann die Blu-ray-Disc nochmal, die andere 3D Blu-ray. Und jetzt hier im Hintergrund richtig geiles Motiv, wie ich finde, die vier Hauptantagonisten: Emilia Clarke, Jason Clarke, Jay Courtney und natürlich Arnold Schwarzenegger. Finde ich richtig ein cooles Motiv, gefällt mir wie die Sau. Und das Backmotiv haut noch alles zusammen, das ist nämlich richtig geil. Hier eben der Terminator von vorne. Also absolut cooles Steelbook, gefällt mir wirklich wie verrückt. Und kommt auf jeden Fall mit zu meinen Favorite Steelbooks mit dazu. Ja, richtig cooles Teil. Bin ich schon auf die anderen gespannt. Ich habe die anderen noch nicht ausgepackt. So, da ist schon das erste Steelbook von Terminator Genüsis, von Mediamarkt exklusiv. Und wer es noch braucht, schreibt mich an. Ich kann auch welche organisieren bei uns im Mediamarkt. Gibt es noch welche, die noch rumliegen? Also traut euch, kein Problem. Ja, und dann machen wir am besten mal mit dem Müller Steelbook weiter, da ich das als zweites mit gekauft habe. Ebenfalls beim Müller exklusiv. Wer eins braucht, schreibt mich an. Kann ich euch auch noch organisieren. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe schon lange mal angerufen beim Müller. Da muss man mal nachfragen. Kostet 21,99 €. Hallo Fanny Wanny, gehen wir bitte weiter. Und ja, wie gesagt, da ist nur die 2D-Version drin. Viele wollen ja keinen 3D. Ich brauche 3D, weil ich einfach 3D cool finde. Und ja, Steelbook ist, wie gesagt, inhaltlich komplett gleich mit demselben Specials. Deswegen fangen wir gleich mal an mit dem Auspacken dieses schönen Teils. Auch hier eben wieder ein 5-Euro-Gutschein mit dabei. Aber den werde ich mir mal einlösen. So, auch hier wieder eine Banderole außenrum, die mit Klebchen befestigt sind, aber lässt sich wunderschön ablösen oder auch nicht. Nein, lässt sich nicht schön ablösen. Doch, es lässt sich. Okay, jo, hier eben jetzt, da machen wir auch den FSK-Flatschen ab. Na. Jo, auch ein richtig geiles Motiv, wie ich finde. Hier eben Terminator mit Schwarzenegger vorne drauf und hier ist nicht Terminator geprägt, sondern ist tiefengeprägt, ist reingestanzt, was mir richtig gut gefällt. Wie ihr seht, absolut klasse und absolut auch ein sehr schönes Artwork, wie ich finde. Haut voll rein. Ja, dann machen wir mal auf das schöne Teil und hier eben auch wieder der Pizzagutschein und hier dann eben dann die Blu-ray-Disc und hier eben dann Kyle Reese und Jason John Connor. Also alle vier sind auch da drauf. Finde ich auch richtig schön gemacht. Und auch das Bein ist ebenfalls hier schwarz,
wo auch eben wunderbar dann zu dem Medienmarkt Steelbook passt. Also alles einwandfrei. Ja, auf jeden Fall auch ein richtig geiles Teil, gefällt mir wie die Sau und bin auch froh, es in meiner Sammlung zu haben. Ja, jetzt kommen wir zum Saturn Steelbook, auf das ich lange gewartet habe. Ja, leider hat dann wieder Megastore Plus etwas Probleme gehabt, das eben keine Zeit gehabt, aber ist nicht so schlimm. Jetzt habe ich sie endlich in meiner Hand. Ja, vielen herzlichen Dank fürs Besorgen, mein lieber Freund. Und wir packen es mal aus. Auch dieses Motiv finde ich absolut cool. Ich bin auch gespannt, ob es auch ein anderes Backmotiv hat, wie die anderen. Wie das zumindest von Müller. Das ist natürlich auch richtig stark, denn bis jetzt sind alle Teile richtig cool, coole Steelbooks geworden. Und da wird es schwierig mit Entfernen. Das lässt sich ganz scheiße entfernen. Ganz scheiße. So. Dann machen wir auch mal den FSK-Flatschen ab. Und vielleicht kriege ich mir ein Klebchen. Ah, jetzt geht schon wieder los. Die Katze, die regen mich auf. Ja. Also gut, und jetzt hier haben wir dann noch das Saturn-Exklusiv-Steelbook, was ich auch richtig cool finde. Den Arnold Schwarzenegger oder den T-800 direkt von vorne, wie er böse reinblickt, sehr cool. Hier ist der Terminator 3, Terminator wieder geprägt. Ich bin jetzt anders, das wird für den blöden Viech. Das ist wieder komplett geprägt, sehr cool gemacht worden auch wieder. Gefällt mir richtig gut. Das Bein ist ebenfalls auch in schwarz, damit auch wirklich alle wunderbar zusammenpassen. Und innen drin haben wir dann nochmals eben die Blu-ray Disc und einmal hier die 3D Blu-ray. Und leider ist aber hier der Innendruck genauso wie das von Müller, aber das ist jetzt nicht so dramatisch, denn auch das finde ich richtig cool. Aber das Backmotiv ist auch ein anderes und das sieht nämlich so aus, wo nämlich die Sarah Connor den Terminator-Schädel in der Hand hält. Ein richtig geiles Motiv, wie ich auch finde. Richtig klasse. Also wirklich sehr coole Steelbooks, wo ich jetzt hier habe. Wirklich klasse. Ich freue mich jetzt auch immer, das einmal aufnehmen zu dürfen. Und ja, sehr schön. Ja, dann sind wir eigentlich auch mit den kompletten Steelbooks eigentlich durch. Ne? Und jetzt kommen wir noch zu einer Edition, die ja viele ins Grübeln gebracht haben, auch mich, und auch schockiert waren, auch mich. Ja, das ist nämlich der Terminator Skull Edition, was Amazon exklusiv ist. Und ich halte jetzt mal, jetzt kommen nämlich die beiden nämlich hier ins Spiel, nämlich der Terminator 2 Head und einmal Terminator 4 Head. Die steht hier mal hin. So, und jetzt seht ihr mal, mein Kopf ist fast identisch groß wie der von dem T800 von T2. Und er läuft. Ja, sehr laut. Ja, gut. Okay, und jetzt haben wir hier noch die Skull Edition von Terminator Genesis. Ich muss euch mal kurz auf Seite räumen, es tut mir jetzt furchtbar leid. Ein bisschen Platz brauche ich trotzdem. Ja, wie gesagt, da ist ein exklusives Steelbook drin, ein weißes Steelbook mit einer exklusiv Special Bonus Disc. Aber leider ist auf diesem Special Bonus Disc hier ist nichts mehr dabei, was jetzt da drauf steht. Also die normalen Specials sind mit dabei von allen hier, aber eben noch Disc 3 hat noch eine Bonus Disc. Was da drauf enthalten ist, mal gucken, ob da was innen drin steht, ich weiß es nicht. Und wir machen jetzt mal auf. So. Das Teil hat am Anfang ja 79,99 € gekostet. War auch lange Zeit, oder 74,99 €, war auch lange Zeit ausverkauft. Und ja, ich habe es dann eben von meinem lieben Andi besorgt bekommen noch, weil er zu spät auch dran war. Und machen wir erstmal hier auf. Und wir machen aber erstmal das Steelbook und schauen dann mal rein. Ja, auf jeden Fall, das ist ganz schön leicht, viel leichter geworden. Ja, das Terminator Genesis Steelbook in Weiß. Ein richtig geiles Teil, wie ich finde.
Aber leider ist auch hier keine weitere Information über die Bonus-Disc dabei, weil ich sehr schade finde. Wirklich sehr schade. Und auf jeden Fall, ja, wirklich entsetzt waren wir ja alle dann, wo es dann im Kreis hat, der Kopf ist gerade mal 10 cm groß. Da dachte ich mir, okay, mag ja nicht so schlimm sein, sozusagen gut gemacht ist oder schön gemacht ist und auch schwer ist, mag das alles schön und gut sein, dann kann es auch für mich auch so bleiben. Es muss immer alles so groß sein, die sind zwar auch ganz cool, aber trotzdem, es kann ja auch, ist ja auch gut, wenn platzsparend, ne? Ja. Und, na gut, ja, ich bin auf jeden Fall immer noch schockiert von dieser Edition, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ich mache halt erstmal dieses Steelbook auf und dann schauen wir uns mal diesen Head genauer an oder den Schlüsselanhänger oder wie auch immer, wie man es bezeichnen kann. So, und das Steelbook ist auf jeden Fall wirklich absolut hammermäßig. Also da gibt es nichts zu rütteln. Hier eben Terminator mit einem extremen Glanzlook. Und ihr seht ja auch dann die Verletzungen von Arnie, sieht man auch hier extrem rausglänzend. Das Auge leuchtet sogar ein bisschen richtig cool. Also absolut cool. Terminator in roter Schrift ist tiefengeprägt. Also das haut wirklich, glaube ich, alle Steelbooks von hier als, glaube ich, alle in den Sack, glaube ich, was ich richtig cool finde. Und hier eben auch in roter Schrift im Terminator Genesis. Und das macht wirklich was her. Hinten drauf eben die Sarah Connor. Und auch hier ist der Terminator Head hier unten, ist auch extrem glänzend. Leider ist dieses Scheiße von Lampe hier oben, die deswegen stört. Aber auch ein sehr cooles Teil. Machen wir innen auf. Und hier ist dann eben der 5-Euro-Gutschein. Hier ist dann die 3D Blu-ray Disc. Dann haben wir hier einmal die Bonus Disc. Aber, wie gesagt, es steht nirgendwo drauf, was für extra Bonusmaterial da drauf ist, was ich sehr schade finde. Vielleicht mache ich hier noch so ein kleines Kästchen, lege es mal kurz ein und schaue ich mal nach, was alles da enthalten ist. Und hier noch die 2D-Version noch mit den Bonus-Discs. Mit der Bonus, und hier dann noch dann eigentlich das gleiche Motiv wie auch bei Saturn und beim Müller, nur eben in Schwarz-Weiß. Aber ich finde es absolut cool. Also das Steelbook ist wirklich grandios. Ist natürlich sehr glänzend. Fingerabdruck gefährt ohne Ende. Deswegen am besten hier mit Handschuhen arbeiten. Leider habe ich jetzt keine da. Aber echt ein sehr schickes Teil. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Das gefällt mir eigentlich von den dreien eigentlich jetzt, von den vier hier mit am besten. Ja, jetzt kommen wir. Also das ist eigentlich ein Kaufgrund. Das ist eigentlich der Kaufgrund gewesen, warum ich mir eigentlich das Ding geholt habe. Aus dem Grund, weil ich alle Steelbooks haben wollte. Ja, und natürlich dieser Kopf, wo er dabei ist, also ich bin entsetzt. Das Ding wiegt, glaube ich, gerade mal 50 Gramm. Also es tut mir wirklich leid, ich bin wirklich schockiert. Leute, also ich bin davon wirklich nicht vielen schockiert, weil ich mir eigentlich vieles wirklich sehr gefällt. Aber das hier, also... kenne ich den Unterschied. Der Kopf passt hier 4-5 Mal, glaube ich, rein. Und ist wirklich, wirklich extrem. Also das ist. Ich kann es nicht beschreiben. Ich kann es nicht beschreiben, was ich von diesem Kopf halten soll. Schaut ihn euch an. Also das ist wirklich billigstes Plastik. Also die haben wir schon den Preis auf 49 Euro reduziert. Ich muss aber ganz ehrlich zugeben, selbst der Preis ist noch zu hoch für das Teil. Also 25 Euro mit dem Steelbook, dann ist das ein angenehmer Preis. Aber ansonsten, von Weiden her muss ich ganz ehrlich zugeben, kann man ihn schon angucken. Also von ca. 2 Meter oder 3 Meter Entfernung, dann geht es vielleicht. Also dann, ja, dann schaut er gut aus. Aber, ja, hier unten vor allem, ich habe keine Ahnung, warum da ein Luftloch drin ist. Also wahrscheinlich ist es hier... Kann man reindrücken irgendwie, aber es ist katastrophal. Also es ist wirklich katastrophal verarbeitet. Ich fand dieser Ring da aus. Was ist das? Was ist das? Also das ist wirklich übel. Also wirklich übel. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Also das ist, glaube ich, die schlechteste Edition vom ganzen Jahr. Obwohl ich mich so auf diese Edition gefreut habe.
Aber ich muss echt sagen, das ist wirklich die schlechteste Edition vom ganzen Jahr, ist der Flop des Jahres. Und na gut, auf jeden Fall. Jetzt sind wir ja auch durch mit diesem schönen Special-Unboxing-Video. Und vielen Dank, lieber Megastore-Palast, fürs Organisieren von dem schönen Kopf hier. Oder Schädelchen. Und natürlich auch von dem wunderbaren Saturn-Steelbook, was ich richtig cool finde auch. Und ja, wir sind jetzt am Ende von unserem kleinen. Schaut auf jeden Fall bei Megastore Plus vorbei. Der hat auch noch die Edition noch anzubieten. Und natürlich auch das Saturn-Steelbook kann er noch organisieren. Ist für ihn kein Problem. Schreibt ihn an, nervt ihn, kein Problem. Er macht alles für euch. Und ja, und ich werde jetzt mal gucken, wo ich diesen schönen Kopf hinstellen werde. Aber ich schätze mir irgendwo tief in die Vitrine versenken. Und ja, wie gesagt, also ich bin schockiert von dieser Edition. Und ich setze jetzt einfach mal da oben drauf mit. Und hier mal zum Vergleich nochmal die großen Köpfe, die richtig cool eigentlich sind. Ach, weißt du was, ich mach's einfach so. Das hält. Der hält, der hält, der hält. Ja, hier nochmal die ganze Steelbooks noch dazu. Und dann sind wir hier am Ende von unserem Terminal 3, Genüses Steelbook Unboxing. Und muss ich echt sagen, also alle Editionen sind bis jetzt echt cool, bis auf den Kopf. Also die Steelbooks sind alle top, da gibt es eigentlich nichts zu mängeln, also alle sind geil. Und ja, ich hoffe, euch hat das etwas längere Video gefallen von Terminal Genüses. Ihr könnt mich abonnieren und bis zum nächsten Mal, euer Feuerson 80 und noch viel Spaß damit. Tschüss.